Hallo zusammen, ich stelle euch heute die neue GoPro Hero vor, und zwar die sogenannte Einsteiger-Variante. Die soll eigentlich relativ schnell und einfach funktionieren. Sie ist nach wie vor wasserdicht bis 40 Meter, hat ein dunkles Gehäuse, sie soll robust sein, genauso wie die GoPro Hero 4, obwohl ich sagen muss, dass diese abgespeckte Variante vieles nicht unterstützt, was ich gewohnt bin bei der GoPro Hero 3 Plus bzw. GoPro Hero 3. Und los geht's. Was ist wieder drin? Jede Menge Beschreibung. Bedienungsanleitungen, Garantie und. Aufkleber wie gehabt. Weiter haben wir dazu ein Zubehör. Einen offenen Deckel. Ein USB-Kabel. Es sind wieder dabei die Klebepads und eine Sicherung, eine Schraubensicherung für die Verankerung. Und das war's. Und jetzt kommen wir zur Kamera. Wie ihr seht, die Kamera ist wieder auf einen Aufrastschuh gesetzt mit einer langen Schraube und relativ auch wieder fast wie die GoPro 3 Plus Gehäuse schmaler gehalten und auch der Verschluss ist alles wieder gleich. Was auffällt ist natürlich, es fehlt ein Taster für das Wi-Fi. Warum der fehlt, ist relativ einfach, weil es auch nicht angeboten wird in der Kamera. Sie ist wasserdicht bis 40 Meter, hat ihr Weitwinkelobjektiv drin und ist nach wie vor sehr leicht gehalten und bietet jetzt den sogenannten einen Knopf Quick Capture an. Das heißt, ich schalte hier oben sofort ein und sie ist sofort betriebsbereit. Direkt drauf, zack, fertig, los geht's. Jetzt kann ich wählen, welche Richtung ich gehen möchte. Noch einmal drücken, Video. Gedrückt halten, 2 Sekunden, macht er Bilder, und zwar in Zeitraffer. Was natürlich ein großer Nachteil ist, was ich sehe, oder was mir aufgefallen ist, ich kann die Kamera nicht mehr herausnehmen. Die ist komplett eingebaut, bzw. eingeklebt. Das heißt, die Kamera geht nicht mehr heraus. Nachteil, man kann keinen Ersatzakku einsetzen. Großer Nachteil, bin ich der Meinung. Genauso beim Aufladen, du bist immer gezwungen, die ganze Kamera mitzunehmen zum Aufladen. So hattest du die Möglichkeit, ja deinen Akku selber in einer Ladestation aufzuladen und dann einen Wechselakku mitzunehmen. Somit hast du eine längere Laufzeit eigentlich zum Aufnehmen oder beziehungsweise zum Filmen. Hier ist jetzt in Zukunft nicht wie früher an der Seite die Aufnahme gewesen für die Karte USB. Jetzt musst du deine Micro SD-Karte hier reinsetzen und das war's. Und damit kannst du die Kamera nicht herausnehmen. Die ist voll verbunden. Du kannst keinen großen Akku aufsetzen mit einem anderen Deckel hin drauf, der Standard ist. Das gibt's alles nicht mehr. Nun gut, das ist halt wie gesagt eine Kamera für Einsteiger. Das war's erstmal von einer neuen Kamera. Ich danke euch fürs Zuhören.